Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Rheuma, das ist so ein Begriff, der für viele einzelne Krankheiten im Grunde steht. Jeder kann sie bekommen in jedem Alter, aber heute wollen wir ganz besonders sprechen über Rheuma-Arten, die vor allem im Alter erscheinen. Bei mir ist Dr. Norbert Schütz, er ist Chefarzt der Allgemeinen Inneren Medizin, Geriatrie und Frührehabilitation an der Asklepios-Paulinen-Klinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schütz. Sagen Sie uns, welche Rheuma-Arten treten dann ganz besonders im Alter auf? Also prinzipiell können im Alter theoretisch alle Rheuma-Arten auftreten, aber es gibt so einige Erkrankungen, die wir gehäuft im höheren Lebensalter erkennen. Das ist zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis mit Beginn im höheren Lebensalter, das entzündliche Weichteilrheuma oder auch die Arteriitis temporalis, um mal drei Erkrankungen exemplarisch zu nennen. Genau, das muss man nochmal sagen. Also Rheuma hat immer etwas zu tun mit Entzündung, ist das richtig? Das ist richtig. Die Grundlage der rheumatischen Erkrankung ist immer eine entzündliche und die Genese der Entzündung ist in der Regel auch eine autoimmune Problematik. Das heißt, das Immunsystem kann nicht so genau unterscheiden, was gehört zu meinem Körper, was gehört nicht zu meinem Körper, was die originäre Aufgabe des Immunsystems eigentlich darstellen soll. Und aufgrund dieser Fehlinterpretation des Immunsystems kommt es eben dazu, dass es zu einer Entzündungsreaktion im Körper kommt. Mhm. Zum Beispiel beim Gelenkrheuma eben, dass sich dann die Gelenkhaut entzündet, weil das Immunsystem nicht klar erkennen kann, die gehört zu mir oder gehört eben nicht zu mir, also zu meinem Körper. Mhm. Und wir reden daher über entzündliche Erkrankungen aufgrund einer autoimmunen Genese. Ja, also wenn wir da bei dem Thema mal bleiben, zum Beispiel eben bei der Arthritis. Arthritis, hat man Bilder vor Augen, dicke Gelenke und die sind vielleicht auch heiß. Ist das richtig so? Ist das das Symptom? Das sind so typische Symptome, also die Schwellung des Gelenkes, die Überwärmung des Gelenkes und auch der Schmerz im Gelenk. Das sind so die klassischen Symptome. Also wenn Sie ein rotes, dickes, schmerzhaftes Gelenk haben, dann haben Sie im Prinzip eine Arthritis. Wobei das noch nichts über die Grundlage der Arthritis sagt. Also man kann auch eine Grundlage haben, man kann eine bakterielle Infektion im Gelenk haben. Es kann eine aktivierte Arthrose sein oder eben zum Beispiel auch eine rheumatische Erkrankung. Und die kann jeder bekommen, diese Arthritis? Die kann im Prinzip jeder bekommen, das ist richtig. Die Arthritis, die Rheumatoide Arthritis tritt bevorzugt in jüngeren Jahren und dann später wieder in älteren Jahren auf. Es gibt gewisse familiäre Häufungen, also es gibt Familien, wo man sieht, dass rheumatische Erkrankungen gehäuft auftreten, aber theoretisch kann sie jeder bekommen. Ja. Warum kommt die im Alter wieder? Hat das was zu tun damit, dass im Alter sowieso der ganze Organismus... Sie kommt nicht nur im Alter wieder, sie kann wiederkommen, wenn man in jungen Jahren schon mal eine hat, oder sie fängt ganz neu im Alter an. Aha. Was man ja auch oft hat. Ja, also eine rheumatische Erkrankung kann im hohen Lebensalter, sagen wir mit 80 zum Beispiel, ganz neu beginnen. Ja. Und man 80 Jahre lang vorher ohne eine rheumatische Problematik. Genauso denkbar. Ja, das Thema Weichteilrheuma, das ist ja schon etwas, da denkt man, Rheuma kriegt man doch eigentlich nur in den Gelenken, aber das ist ja wohl offenbar nicht so. Und Weichteil ist ja eigentlich, der ganze Körper ist ja, wenn man so will, ein Weichteil, oder? Also was heißt das, Weichteilrheuma? Also beim Weichteilrheuma sprechen wir, wenn wir von der rheumatologischen Erkrankung reden, von dem entzündlichen Weichteilrheuma. Gewisse Schmerzerkrankungen werden auch manchmal so als nicht entzündliche weichteilrheumatische Erkrankung bezeichnet, aber davon, das sehen wir nicht als rheumatische Erkrankung. Also wir reden vom entzündlichen Weichteilrheuma und das sind Erkrankungen, die eher die Muskulatur, Sehnen, Sehnenansätze betreffen, eben die Weichteile, wie Sie sagen. Mhm. Der klassische Vertreter des entzündlichen Weichteilrheumas ist die Polymyalgia rheumatica oder eben entzündliches Weichteilrheuma. Dazu gehören in der Regel eben extrem hohe Entzündungswerte im Blut, Schmerzen der Muskulatur, der Sehnen, können aber auch mal Gelenkbeschwerden mit auftreten, ist aber nicht ganz typisch. Und die Patienten haben ein hohes Krankheitsgefühl. Also sie merken, sie sind muskulär schwach, sie können nicht mehr vom Stuhl aufstehen, sie können nicht mehr so allein die Treppe hoch oder runter gehen, müssen sich abstützen und haben eben die entsprechenden Schmerzen. Typischerweise sind die Schmerzen so im Schultergürtel, Beckengürtelbereich, aber können theoretisch auch in anderen Körperregionen auftreten. Ja, gibt es da, das hört sich so an, als wäre das mit vielen anderen Krankheiten zu verwechseln.
Ja, also primär klar, der Schmerz ist ja sowieso ein Problem im höheren Lebensalter und die Patienten, wenn man sie genau befragt, können das aber sehr gut schildern. Das entzündliche Weichteilräume ist eine Erkrankung, die beginnt in der Regel über Nacht. Die Patienten sagen, ich gehe relativ beschwerdearm ins Bett und wache morgens auf und bin krank. Mhm. Oder haben ein starkes Krankheitsgefühl. Und wie eine Grippe vielleicht so? Zum Beispiel wie eine Grippe, ja, aber ist trotzdem anders. Ja. Bei einer Grippe, das kennt ja jeder, ja, hat man so diese grippalen Beschwerden. Und bei dem entzündlichen Weichteilräume geben die Patienten ganz klar an, ich war auf einmal muskulär schwach, ich habe diese ganz klar weichteilbezogenen Schmerzen, zum Beispiel im Schultergürtelbereich, kann auf einmal nicht mehr die Arme heben und war eigentlich am Vorabend noch relativ gesund. Gibt es da so bestimmte Stellen, die wehtun? Ich habe das mal gehört. Das ist das also typischerweise der Schultergürtel und der Beckengürtelbereich sind so typische Stellen. Ja. Die Oberarme, die Oberschenkel, das sind so die klassischen Regionen. Ja. Und wird das dann immer schlimmer, wenn man das nicht behandelt? Es beginnt in der Regel relativ, wie gesagt, quasi schlagartig über Nacht häufig. Und die Beschwerden sind meist von Tag 1 an schon sehr massiv. Das kann aber auch mal über ein paar Tage aufbauen. Aha, also das stoppt nicht einfach irgendwann, nein, sondern man weiß, man muss, nein, was machen. Ja, genau. Auf und jeden Fall. Wenn man dann zum Beispiel zum Hausarzt geht und der Hausarzt nimmt Blut ab und bestimmt auch die Entzündungswerte, sieht man dann klassischerweise extrem hohe Entzündungswerte. Und das sollte einen in Verbindung mit den Beschwerden auch sagen wir, an die Diagnose denken lassen. Ja, auf jeden Fall. Sie hatten noch eine dritte Krankheit angesprochen, die auch gerne im Seniorenalter vorkommt, Arteriitis temporalis. Das ist ja schon mal so ein Wort. Können Sie uns dazu Näheres sagen, bitte? Ja, die Arteriitis temporalis, also was im Wort schon drinsteckt, also es handelt sich um eine Gefäßentzündung, also die Arteriitis, Entzündung der Arterie. Und temporalis steht da für die Schläfenregion. Also ich habe eine Gefäßentzündung im Bereich der Schläfenregion, aber die Erkrankung beinhaltet viel mehr. Das zeigt nur ein klassisches Symptom dieser Erkrankung. Das klassische Symptom ist eben der Schläfenkopfschmerz. Der kann einseitig oder auch beidseitig sein, hervorgerufen durch eine Entzündung der Schläfenarterie, die man auch dann oft verdickt und schmerzhaft tasten kann an der Schläfe. Aber in der Regel ist bei der Arteriitis temporalis hin, sagen wir, alle Gefäße, die aus dem oberen Bogen der Körperschlagader abgehen, die eben typischerweise, sagen wir, die Kopf- und Halsregion versorgen, sind entzündet. Also wir haben eine generelle schwere Gefäßentzündung, insbesondere eben der Kopf-Halsregion, mit einer ziemlich typischen Klinik. Der Kopfschmerz ist eine typische Klinik, die hohen Entzündungswerte passen dazu. Es können auch mal so allgemeine Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit auftreten. Und was das große Problem ist durch die Gefäßentzündung, kann es eben auch zu Durchblutungsstörungen am Auge kommen, die unter Umständen so dramatisch verlaufen können, dass es zur Erblindung kommt. Deshalb ist einfach die Arteriitis temporalis immer eine Notfallerkrankung. Das heißt, man sollte sie schnell erkennen, ernst nehmen und auch zügig behandeln, um die Erblindung, die drohende Erblindung, die zwar nicht obligatorisch kommen muss, aber die kommen kann, um sowas zu verhindern. Das heißt also für mich, wenn ich starke Kopfschmerzen habe, aber ich glaube auch wirklich starke Kopfschmerzen müssen schon sein, und auch Sehstörungen schon habe, ist das so? Sind das die beiden? Ja, also klar, Kopfschmerzen und Sehstörungen, das kennen ja viele auch von Migräne zum Beispiel. Ja, eben. Aber eine Migräne kann man von Symptomatik oft sehr gut abgrenzen zu der Arteriitis temporalis. Der Kopfschmerz bei einer Migräne ist ein anderer Kopfschmerz. Und Patienten, die eine Migräne haben, die wissen, die können ihren Kopfschmerz auch einordnen. Ja? Mhm. Und bei der Arteriitis temporalis haben sie eben typischerweise eben diesen temporal bezogenen Kopfschmerz, also im Bereich der Schläfenregion. Der muss aber auch nicht so typisch sein. Deshalb sollte man immer auch nach anderen Symptomen fragen. Man sollte im Blut die Entzündungswerte bestimmen. Bei einer Migräne zum Beispiel haben sie in der Regel keine erhöhten Entzündungswerte. Die haben sie allerdings bei der Arteriitis. Ja. Mhm. Sie sagten ja jetzt eben schon, man kennt ja auch seinen Körper eigentlich schon ein bisschen besser, wenn man älter wird, könnte man glauben. Wie ist das denn bei den Patienten, die zu Ihnen dann kommen und bei denen Sie die Diagnose machen oder die vielleicht schon eine Diagnose haben und das geht dann an die Therapie? In welchem Zustand kommen die Patienten dann zu Ihnen? Auf welchem Stand sind die dann? Ganz unterschiedlich. Also in der Regel sind die Patienten schwer krank, das auf jeden Fall.
Der Stand hängt oft davon ab, wie frühzeitig die Erkrankung erkannt wird. Ob die Erkrankung jetzt wirklich gerade erst seit ein paar Tagen besteht oder ob die schon einen Vorlauf von Wochen oder Monaten hat. Ja? Mhm. Und da im Laufe der Wochen und Monate verändert sich natürlich auch so ein bisschen das Beschwerdebild und das Krankheitsgefühl der Patienten. Aber die Patienten selbst können sehr genau immer beschreiben, dass jetzt irgendwas völlig anders ist. Ja? Also zum Beispiel eine Arthritis, dass es jetzt ein anderer Gelenkschmerz ist als den sie kennen oder dass der Kopfschmerz auf einmal völlig anders ist als den ich kannte. Ja? Ja, aber die kommen ja sicherlich mit einem Zettel von Medikamenten auch zu Ihnen, die dann schon nehmen. Wieso hat das dann bis dahin nicht funktioniert? Sie meinen, dass Sie schon wegen der Erkrankung Medikamente nehmen? Ja. Ja, das hat manchmal deswegen nicht funktioniert, weil man die Erkrankung nicht sicher einordnen konnte, weil man es nicht wusste, vielleicht ist es jetzt eine rheumatische Erkrankung. Oder dass die Patienten einfach auch, wir sagen so, gefühlt unterbehandelt waren. Ja? Dass man doch zu zurückhaltend war, weil man dachte, naja, ist ein älterer Mensch, kann ich da überhaupt jetzt mit Medikamenten so massiv hier jetzt behandeln oder nicht? Und, oder dass man vielleicht sich heute auch, sagen wir mal, Medikamente, die jetzt zum Beispiel gezielt ins Immunsystem eingreifen, dass man solche Medikamente verwendet. Ja, genau. Das eine ist ja, Sie sagen, hohe Entzündung. Das andere ist, Sie sagen, Rheuma ist immer etwas gegen das Autoimmunsystem. Das heißt, der Körper stößt sich selber ab, um es mal ganz laienhaft jetzt auszudrücken. Ja. Ich möchte raus auf die Medikamente, die man ja gerne gibt. Cortison zum Beispiel oder auch Immundinge. Wie geht das? Also der Behandlungsansatz der Medikamente ist eigentlich relativ einfach. Es geht darum, die Entzündung zu stoppen. Das heißt, man bremst das Immunsystem in der fehlgeleiteten Entzündungsreaktion. Mhm. Und diese fehlgeleitete Entzündungsreaktion ist ja diese autoimmune Reaktion, die zu der Erkrankung dann führt. Mhm. Und da gibt es eben eine riesen Palette von Medikamenten. Das, was am meisten eingesetzt wird und was oft auch das Mittel der ersten Wahl ist, muss man sagen, ist das Cortison. Das Cortison wirkt eben sehr schnell. Da haben Sie einen Effekt innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Und es bremst halt ganz pauschal, sage ich mal, das Immunsystem. Ist aber, sagen wir mal, ein gutes Medikament für den Anfang, aber bei vielen rheumatischen Erkrankungen jetzt nicht das ideale Medikament, um es über längere Zeit zu geben, vor allem nicht in höheren Dosen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und dafür gibt es eben dann spezifische Medikamente, sogenannte Immunsuppressiva, die ganz gezielt ins Immunsystem eingreifen, ganz gezielt diese Entzündungsreaktion bremsen und die eben dann anstelle Cortison gegeben werden können oder dass man zumindest das Cortison auf eine ganz niedrige Dosis reduzieren kann, damit eben die Dosis so verträglich ist, damit die Nebenwirkungen so gering als möglich sind. Naja, viele haben ja Angst vor den Immunsuppressiva, weil sie fürchten, nicht mehr unter Leute gehen zu können. Ja, aber die Angst ist unbegründet. Die Immunsuppressiva können Sie bei älteren Menschen genauso einsetzen wie bei jüngeren. Mhm. Natürlich muss man bei älteren Menschen besonders auf die Dosis achten. Stimmt die Dosis? Die Nierenfunktion, Leberfunktion ist eingeschränkt. Das heißt, die Verstoffwechselung der Medikamente ist eine andere. Aber das weiß man auch und da kann man drauf achten. Und prinzipiell ist die Behandlungspalette bei den älteren Menschen quasi genauso groß wie bei jüngeren. Und man sollte es auch einsetzen, denn zum Beispiel das Cortison allein macht bei älteren Menschen viel mehr Probleme als die modernen Immunsuppressiva. Und der Cortison steigt das Osteoporoserisiko. Das Infektrisiko ist in der Regel unter einer höheren Cortisondosis deutlich höher als unter einem klassischen Immunsuppressivum. Das heißt, man sollte den Mut haben, die Medikamente genauso bei älteren Menschen einzusetzen wie bei jüngeren. Genau. Diese Rheumaformen gehen ja alle auf den Bewegungsapparat. Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann immer weniger bewegt. Ist das unter Umständen auch der Vorteil der Geriatrie, dass man ja bei Ihnen dann ja auch Physios zum Beispiel bekommt? Definitiv. Ja? Denn wenn ein älterer Mensch immobil wird, aus welchen Gründen erstmal immer, das ist immer ein hohes Risiko für den weiteren Verlauf der Erkrankung. Ja. Das heißt, ein Patient, der hochbetagt ist oder zumindest älter, der kommt sehr schnell in die Immobilitätsphase, das heißt, das Sturzrisiko steigt oder wird gar sogar bettlägerig. Und deshalb ist es so wichtig, gerade jetzt auch bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, dass man von Tag 1 an auch physio-ergotherapeutisch mitbehandelt, dass eben ganz gezielt auch die betroffenen Partien, meist betrifft es ja fast den gesamten Bewegungsapparat, auch
mitbehandelt werden und dass die Patienten in Bewegung bleiben. Obwohl es wehtut. Ja, das ist dann unsere Aufgabe. Ja, das ist das Zusammenspiel zwischen Therapeuten und Ärzten auch, dass man, wir sind natürlich für die Schmerztherapie zuständig, für die Immunsuppression und die Therapeuten für die entsprechende Bewegungstherapie, aber das geht einher. Und wir haben ja auch gerade in der Geriatrie, und da ist das Setting eben sehr gut, wir haben das entsprechend geschulte Therapiepersonal und wir sitzen auch regelmäßig in Konferenzen zusammen, wo wir genau die Patienten bereden, wo wir sagen, wo wir uns auch abstimmen, hier, was geht nicht, wo muss man nachbessern, brauche ich zum Beispiel mehr Schmerzmittel oder stimmt die Entzündungshemmung oder kann man das und jenes in der Therapie mit dem Patienten machen? Kann man sagen, wie lange im Schnitt ein Rheumapatient bei Ihnen ist? Also wenn er jetzt, wenn ein Rheumapatient innerhalb der Geriatrie behandelt wird, ist er so im Schnitt so circa 2 Wochen da. Und danach eine deutliche Besserung, aber ja schon. In der Regel, ja. Ja, aber die ambulante Behandlung geht trotzdem weiter, keine Frage. Ja. Die muss weitergehen. Ja. Da ist dann die Überleitung dann zur Hausarzt und auch vielleicht zum entsprechenden Facharzt, also in dem Fall Rheumatologen, ganz wichtig, ja, dass das auch fortgeführt wird. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.